Sheriff ist in der Stadt und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge, vielleicht sogar Serie, in der wir uns annehmen werden, und zwar Red Dead Redemption 2. Ja, Leute, es ist soweit. Red Dead Redemption FR ist da. Das bedeutet für uns, wir schauen uns das Ganze mal an. Was kann der Polizeimod für ein solches Spiel, für die damalige Zeit, in dem Anfangsstadium? Das ist ganz wichtig zu sagen, denn das Ganze gibt es erst seit ganz kurzer Zeit und Mods bzw. Plugins dafür sind noch nicht so weit entwickelt. Aber wir schauen uns quasi die Grundmaterie mal an, weil das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als wir es zum Beispiel in LSPDFR gewohnt sind. Ich hätte gesagt, wir gehen direkt in die Story. Legen los, ich bin ja super gespannt, was uns jetzt da erwartet, ja, das ist ja noch eher sowas mit so Wägelchen, ja, so Kutschen und Pferden, mit denen man da unterwegs ist, aber natürlich auch, das darf man nicht vergessen, mit dem Sheriffstern und ganz klassisch einem kleinen Dörfchen, wo man sich dann drum kümmert, wo die Leute auf einen zukommen, wo man sich kennt und eben nicht in einer Großstadt oder Millionenstadt, wo man die Einsätze nur noch per Zentrale reinbekommt. Das ist natürlich auch cool, das macht Feeling. Ich denke auch, das macht viel Spaß. Und das ist jetzt quasi der allererste Kontakt mit dem Spiel. Die Ladezeiten sind GTA-typisch oder Rockstar-typisch ein bisschen länger. Und wo sind wir hier gelandet? Ist das nicht diese große Stadt hier? Das könnte sogar Blackwater sein oder wie die Stadt heißt. Glaube zumindest. Wir haben da hinten unser Sheriff's Office. Ich würde sagen, wir laufen mal dahin. Unser Pferd haben wir scheinbar nicht da, oder? Ne, scheinbar nicht. Okay. Gut, das macht aber nichts. Wir laufen mal schnell zum Sheriff's Office. Hier ist natürlich eine etwas größere Stadt. Oh, alles gut. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ganz entspannt bleiben. Eine etwas größere Stadt. Ja, das ist Blackwater. Und ich kenne mich ja null aus mit Red Dead Redemption, weil ich es noch nie gespielt habe. Aber wir werden das Ganze schon gemeistert bekommen, Leute. Improvisationstalent sind wir natürlich. So, da ist das Sheriff's Office. Wir schauen mal rein. Ja, wie zu Hause hier. Da steht auch schon einer. Grüß dich. Alles fit? So, hier kommen die Leute also her, um ihre Anliegen zu melden. Wir gehen on duty. Melden uns zum Dienst. Red Dead Redemption First Response. Sehr schön. Und jetzt gehen wir erstmal ganz Cowboy-mäßig zu unserem Kleiderschrank. Dort können wir nämlich für unser jetziges Modell oder für andere eben andere Outfits anziehen, die dann entsprechend passen mit Sheriffstern. Das ist aber ganz wichtig. So, wir können auch zum Beispiel den da nehmen. Der schaut auch sehr sympathisch aus. Oder den da. Hat er auch andere Outfits? Nein, nur ein Verletzt-Outfit. Oh, der Typ ist ein harter Kerl. Ja, der passt doch. Der schaut doch freundlich aus. Den nehmen wir mal. So, mit Sheriffstern, so wie es sein muss. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Waffen haben wir, glaube ich, schon genug, oder? Ja, da haben wir genug. Wir haben eine M899 und einen Cattleman Revolver am Start. Können auch beide gleichzeitig auswählen. Das ist natürlich auch cool, ne? Man hat quasi die Möglichkeit, mit beiden Waffen gleichzeitig zu feuern. Also so. Das hat natürlich was. Gut, und wir stecken die Waffen wieder weg. Und wir haben unsere Handschellen. Ja, ganz wichtig, Leute. Warte, hier, unsere Handschellen. Das sind unsere Handschellen. Also, falls jemand was anstellt, ne? Der kann versuchen wegzulaufen, aber keine Chance. Oh, süß. Kleiner Hund. Ist auch am Start. So, wir nehmen mal wieder unsere Fäuste. Mit denen kann man natürlich auch gut kämpfen. Und werden mal ein bisschen hier rumlaufen. Der erste Einsatz kommt dann auf uns zugelaufen. Ja, Leute, das ist ganz wichtig. Ah, die Pferde schmusen. Sehr schön. So, und natürlich können wir... Boah, Vorsicht. Uiuiui. Unfall. Unfall. Sag mal. Freundchen, das ist ein Verkehrsunfall hier. Was ist mit dem los? Will der jetzt hier Fahrerflucht begehen oder was gibt's hier? Nein, der steigt auf und will wegfahren. Doch, doch, doch. Das gibt's doch nicht, mein Freund. Einmal bitte absteigen. Absteigen davon, die Hände hoch. Komm, absteigen, habe ich gesagt. Und schön die Hände, da wo ich sie sehen kann. Gleich, uno momento comprende, padre, oder so ähnlich. So, also dann, einmal wieder umdrehen und auf den Boden. So, einmal die Arme, sehr schön, und die Beine, die haben wir auch am Start, sehr schön. So, wir holen einen Transport für den Herrn, finde ich auch mega, ne? So, der kommt jetzt mit aufs Revier natürlich auch. So, der Transport bringt ihn dann weg, das finde ich auch cool. Hat was, da kommt auch schon der Sheriff, Alter, hat voll die Dame mitgenommen. Also, wir sind in alter LSPDFR-Manier. Hier geht's rund. Da, jetzt packt er den auf die Schulter. Wie lustig. So, okay. Ja, ganz ruhig jetzt, ja?
Gut, wir packen jetzt erstmal wieder hier die Waffen weg. So, Kollege, was gibt's? Ein gestohlenes Pferd, sagst du? Okay, wo genau? Das ist natürlich der Nachteil, wenn dann mal das Spiel doch crasht oder das Plugin crasht. Aber man kann dann trotzdem den hier machen. Finde ich auch sehr interessant. Hat auf jeden Fall was. Wir müssen jetzt nur noch mal kurz on Duty gehen. Also man sieht, das Spiel ist natürlich, oder Spiel, das Plugin ist natürlich noch mit ein paar Kinderkrankheiten versehen. Das ist ja logisch, aber wir gehen einfach hier wieder on Duty. Das ist auch der Vorteil, wenn man im selben Dörfchen bleibt. Dann können wir auch grüßen. Und wir können ihn auch mitnehmen. Komm mit! Du bist jetzt mein Kollege. Gesetzeshüter. So, da haben wir auch noch einen Gesetzeshüter. Alles fit, guten Tag. Die schauen hier aber interessant aus in Blackwater. Interessante Outfits, sage ich euch. So, und hier geht's wieder weiter, oder was? Der nächste Unfall ist schon vorprogrammiert. So, habe ich hier mein Pferdchen? Also, das ist jetzt hier mein Pferdchen. Wupp! So, sehr schön. Gut, wir reiten mal etwas auf Streife hier. Etwas Streife durch die Stadt. Können das Ganze natürlich schnell machen oder auch langsam. Finde ich sehr cool. Im Galopp. Im Galopp. So, jetzt wo wir einen Partner haben, müssen wir aber noch weiter erkunden, natürlich. Wir sind noch gar nicht so fit und es gibt ein, zwei Kinderkrankheiten. Aber ausprobieren müssen wir sowieso. Hallöchen. Alles gut bei dir, Kollege. Der verkauft wahrscheinlich hier Fleisch. Gesalzenes Rindfleisch. Zartes Schweinefleisch. Erstklassiges Rindfleisch, ja. Hier. Der Sheriff muss sich auch mal was gönnen, ne? So ist nicht. So, und das Lustige ist, man kann das natürlich hier auch direkt essen. Muss aber das manches kochen, manches kann man direkt nehmen oder essen. Hier Baldrianwurzel. Also hier alles mögliche, was man da machen kann. Wundertrunk. Ja, direkt mal. Den Wundertrunk brauchen wir hier. Da. Hallöchen, alles gut? Hallo, bleiben Sie mal bitte stehen hier. Hallo, entschuldigen Sie. Oh, der will hier sein Pferd anbinden. Outfitter, ja, okay. Howdy. Howdy, Partner, alles gut? Wer sind Sie denn? Bleiben Sie mal wieder stehen. Mister. Alles gut bei Ihnen. Wir können zwar noch nicht viel machen, außer hier zu sagen, er soll hier den Bereich verlassen oder weitergehen, aber... Jesus, you can't be here. Alles klar, jetzt haut er ab. So einer ist es. Ja, das lassen wir jetzt nochmal durchgehen, weil der braucht Hilfe. Was gibt's? Schüsse gemeldet, sagst du. Okay, wo genau? Wir kümmern uns auf jeden Fall drum. Da lang? Okay, danke. So, ich hoffe, mein Sheriff-Kollege folgt mir jetzt. Aber wir haben ja ein Pferd eigentlich. Okay, wir nehmen das Pferd natürlich. So, Kollege, mach schon mal dein Pferd bereit. Wir müssen los. Schüsse gemeldet. Und auf. Hoppa, vorwärts. So, der muss sich jetzt auch ein Pferd schnappen. Und auf geht's. Wir galoppieren zu den Schüssen, die gemeldet wurden. Können jetzt hier schon unsere zwei Waffen auswählen. Auf dem Pferd. Finde ich auch richtig cool. Richtige Action dann. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da hinkommen. Wir sind ein bisschen außerhalb der Stadt scheinbar. So, das Pferd wird auf jeden Fall ordentlich beansprucht. So, wo soll das denn genau sein? Ich höre hier noch keine Schüsse. Da hinten sehe ich ein Pferd. Stopp. Langsam, langsam, langsam. Da hinten, da hinten. Oh, alter Schwede. Okay, alles klar, auf geht's. So. Das Nachladen von dem Revolver geschaltet sich immer ein bisschen schwierig. Die Hände, hey. Die hören nicht so gern auf uns. Okay, alles klar, ich merke schon. Die sind nicht so kooperationsbereit. Alter Schwede. Hier die Action Cam. Ciao Leben. So, wir rücken vor. Nochmal nachladen. So. Okay. Scheint beseitigt zu sein. Die haben sich hier ein Battle geliefert. Eieiei. Leute von heute. Wo ist denn der Gerichtsmediziner? So einen gibt es natürlich nicht hier. Zu der Zeit. Aber das waren hier einige. Hallöchen, guten Tag. Können die natürlich auch mitnehmen. Aber das bringt uns wenig. Ich glaube, die lässt man liegen. Zumindest noch. Das wäre natürlich auch cool. Also, wie gesagt, hier gibt es ja dann noch die Möglichkeit, einige Plugins im Nachhinein zu entwickeln. Sodass man dann vielleicht auch zusätzlich dazu
dass man ja Leute verhaften oder abtransportieren lassen kann, eben auch hier so Leichen dann abtransportieren lassen kann. So eine Firma. Oder halt zumindest die verscharren tut. Ja, genau. Weil wir können jetzt mit denen wenig anfangen, außer sie vielleicht plündern. Viel mehr können wir nicht. Der korrekte Polizist, so wie wir es halt immer sind, ne? Der braucht das Geld jetzt eh nicht mehr. Gut, und wir können dann weiter. Oh, den Kollegen hat's erwischt. Oh Gott. Ruft mal einer die Sanitäter, bitte. Ruft mal einer die Sanis. Oh nein. Ist ja unfassbar. Gut, aber ich kann nicht viel mehr machen. Ich erweise ihm die letzte Ehre. So, Kollege. Der Hilfs-Sheriff. Der arme Hilfs-Sheriff. Okay, ich habe schon eine Idee, was wir mit dem anfangen. Hier, Ruhe in Frieden, Hilfs-Sheriff. Mach's gut. Na gut, fett schwimmt oben, ne? Na gut, egal. Zurück in Blackwater, jetzt noch eine kleine Fußstreife, in der wir einfach ein bisschen durch die Straßen laufen und uns mal umschauen. Mal schauen, ob jemand auf uns zukommt. Das ist halt momentan noch ein bisschen so das Einzige, glaube ich zumindest, was es groß gibt, dass die Leute auf einen zukommen. Was natürlich auch gut möglich ist, dass es dann mal so Spontaneinsätze direkt in der Stadt gibt, wo man nicht direkt hin muss oder wo man was für bestätigen muss und so weiter. Und vielleicht eben auch größere Sachen. Aber das kommt vielleicht auch alles noch. Wer sich da engagieren will für RDR Callouts, kann mal hier auch in die Videobeschreibung schauen. Dort geht es auch dann dorthin, wie man RDR Callouts machen kann. Guten Tag, alles gut? Grüße, Vorsicht. So. Hier, Ladungskontrolle zum Beispiel. Das wäre auch mal eine Idee. Was die so dabei haben. Aber ansonsten ist ja gerade alles ruhig. Was gibt's hier? Da hinten ist ein Saloon, ne? Da in der Richtung. Glaube ich. So, das hier ist mein Pferdchen. Gut zu wissen. Dann sind wir mal ein bisschen jetzt hier auf Galopp unterwegs. Langsamer Galopp. Rechts vor links, ne? Schon mal gehört. Was ist hier los? Ich bin nicht Arthur, ich bin Sheriff. Aber das ist nicht gut, was du da machst, Kollege. Das ist nicht gut. Ey, ganz ruhig. Ganz ruhig, ja? So, was soll das jetzt? Du hast ihn geschlagen hier. Das ist nicht gut. So, du weißt, was das heißt, Kollege. Bleib mal stehen hier. Hey, 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 hey! Stehen bleiben! Nein, nein, nein. Das ist gar keine gute Idee, mein Freund. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Hey! Okay, er will es wissen. Er kriegt's. Ah, wir sind dran. Wir sind dran. Haben ihn gleich. Hands up, nothing funny now. So, und whoop. Her mit dir. So, sie sind voll festgenommen, mein Freund. Also. Alright, alright. Why don't you come with me now? Er muss noch auf den Boden geworfen werden. Genau, das sage ich auch immer. So. Ich finde es ja mega lustig. Hat was. So, wir holen den Transport für den. Und plündern ihn natürlich auch noch. Bis der da ist. Da kommt der Transport. Sehr schön. Gut. Alles klar. Gut, der kümmert sich um den. Wir schauen mal. Es gibt noch einen Einsatz scheinbar für uns. Der ist dort hinten. So, checken wir das mal ganz kurz ab. Hey, bleib mal stehen, bitte. Hallo, bleib mal bitte stehen. Was ist denn los? Erzähl. Okay, angeblich Schüsse gemeldet. Außerhalb der City. Gut, dann. Oh, ich höre schon. Hallo? Ist ja fast schon in der Stadt da hinten. Da hinten ist irgendwas. Alter Verwalter, du. Okay, alles klar. Wir legen mal direkt los. Okay, wir können. Können wir noch irgendwas einwerfen hier? Starke Arznei, Spezialwunder, bla bla bla. Hier, auf geht's. Ihr Sinne, die Sinne verstärkt. Alter, was ist denn hier los? Hey, ganz ruhig. So, Nummer 1. Oh, nachladen ist immer grausam mit dem einen Revolver. Zack. Alter Verwalter, sogar die Hausfrau ist mit dabei, oder was? Das ist ja heftig. Nachladen. So, der Revolver. Sehr schön, und los. So, der Sheriff ist in der Stadt, meine Ladies. Einmal bitte die Hände hoch.
Schön vorsichtig die Hände, habe ich gesagt, meine Freunde. Die Hände. Ein richtiger Sheriff-Style jetzt da reingehen und dann richtig loslegen. Ah, steht direkt hier hinter der Tür oder was? So. Also der ist schon mal ausgeschaltet, der eine. So, was mit dem anderen? Ist der oben? Ne, ist er nicht. Kommen wir da irgendwie rein? Nein, kommen wir nicht. Schwierig, schwierig. Ist der hier drin? Nein, ist er auch nicht. Okay, okay, okay. Vielleicht gibt es auch einen anderen Eingang. Oder wir kommen irgendwie hoch. So. Einen haben wir auf jeden Fall ausgeschalten. Der andere vielleicht hier oben noch auf dem Dach. Nein, ist er nicht. Okay. Der andere scheint noch drin zu sein, aber da kommen wir nicht hin. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber das ist noch so eine kleine Kinderkrankheit scheinbar. Okay. Gut. Wir kommen zwar nicht rein, aber wir haben auf jeden Fall alles durchlöchert, was wir durchlöchern können. Also ihr merkt, da sind noch ein, zwei kleine Krankheiten, die wir auch mitbekommen haben. Zum Beispiel, dass es crasht oder dass man jetzt hier nicht rein kann, weil halt, ja, die Tür verschlossen ist. Und wir die zumindest so leicht nicht aufbekommen, wie es zumindest scheint. Und Dietriche oder sowas ähnliches gibt es nicht oder habe ich zumindest nicht, wie es scheint. Das heißt, ja, das geht halt leider nicht hier in dem Fall. Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt mir auch rein, was ihr von dem Spiel haltet. Ich meine, wir hatten jetzt ein bisschen Action. Wir hatten ein bisschen Einsicht auch, was es alles so gibt. Zumindest jetzt hier im ganz, ganz frühen Stadium von Red Dead Redemption. Und ja, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.